Traumhaus gesucht und wir zeigen euch heute das Doppelhaus. Ja, willkommen zurück zu einer neuen Folge Traumhaus gesucht. Heute geht es um das Thema Doppelhaus. In den letzten beiden Folgen haben wir euch den Bungalow näher gebracht. Wenn ihr da die Videos noch nicht gesehen habt, dann schaut doch gerne mal oben in der Ecke und da könnt ihr euch das Video angucken. Heute geht es um das Thema Doppelhaus. Wie auch in den letzten Folgen geht es heute in der ersten Folge darum, was macht ein Doppelhaus überhaupt aus. Ich erzähle euch so ein bisschen was zu den Eigenschaften und wir gucken uns so ein paar erste Grundrisse, ein paar erste Hausvarianten an und damit starten wir auch jetzt direkt. So, dann gehen wir doch jetzt mal so ein bisschen auf die Eigenschaften von einem Doppelhaus ein. Wie man hinter mir sehen kann, hier sind zwei Doppelhaushälften aneinander gebaut. Das heißt, wir haben hier von der Optik her von außen zwei identische Häuser. Diese sind natürlich im inneren Bereich, also im Grundriss natürlich noch variabel, also müssen innen nicht so aussehen, wie sie außen aussehen. Für wen sind so Häuser denn geeignet? Gerade für beispielsweise befreundete Familien, die sagen, wir wollen miteinander bauen, wir wollen zusammen wohnen, haben aber vielleicht nicht das riesige Grundstück, wo wir zwei einzelne freistehende Häuser hinsetzen können. Für die ist natürlich so eine Doppelhaushälfte super geeignet. Da gibt es kleine Varianten mit 100 Quadratmetern, aber auch für größere Familien mit zwei, drei Kindern gibt es Hausvarianten, die passend sind. Das heißt, wir sind über 140, 150 Quadratmeter Wohnfläche zwischen zwei und drei Etagen. So ist dann für jeden was dabei. Und auch hier sieht man natürlich, dass wir diese Hausvarianten super individuell gestalten können. Hier jetzt mit einer Putzfassade, mit einem roten Dach. Das Ganze geht natürlich aber auch verklinkert mit einem dunklen Dach. Also da sind auch die Möglichkeiten natürlich sehr, sehr groß. Und jeder kann das Ganze so gestalten, wie er möchte. Und jetzt zeigen wir euch so ein paar verschiedene Hausvarianten, wie man das Ganze so machen kann. So, die erste Variante ist das Z280. Wir haben hier eine Stadtvilla mit Zeltdach, knapp 118 Quadratmeter Wohnfläche. Wir haben im oberen Bereich zwei Kinderzimmer, ein Elternschlafzimmer mit begehbarer Ankleide. Dadurch, dass wir die Stadtvilla haben mit dem Zeltdach, haben wir oben auch keine Dachschrägen, also wirklich zwei volle Raumhöhen. Und hier zeigen wir euch jetzt mal so ein paar Grundrisse. So, als zweite Variante haben wir hier das S360. Man sieht jetzt hier natürlich, wir haben jetzt hier kein Zeltdach mehr, sondern ein Satteldach mit 45 Grad Dachneigung. Was hier ganz schön ist, wir haben hier diesen Zwerggiebel mit einem Satteldach noch, was nochmal so ein bisschen Raum und Licht in den oberen Bereich bringt. Auch hier wieder ausgelegt für ein bis zwei Kinder. Wir haben knapp 100 Quadratmeter Wohnfläche. Schöne bodentiefe Fenster im unteren Bereich und auch hier zeigen wir euch wieder die passenden Grundrisse. So, und als dritte Variante zeigen wir euch heute noch das Z550. Auch wie bei dem ersten haben wir hier ein schönes Zeltdach. Wir haben hier knapp 120 Quadratmeter Wohnfläche. Das heißt, sowohl für kleine Familien als auch Familien mit zwei Kindern super geeignet. Wir sehen natürlich hier auch wieder diese Vorteile von einer Stadtvilla. Wir haben volle Raumhöhen, wir haben bodentiefe Fenster, hier mit einem französischen Balkon gestaltet, sodass man die oberen Fenster beispielsweise komplett öffnen kann. Auch hier wieder in einem schönen hellen Ton gehalten. Man kann es natürlich farblich auch anpassen, so wie die Geschmäcker sind. Und so hat man dann die Möglichkeit, sich da auch mit seinen Freunden und mit seiner Familie abzustimmen, wie man die Häuser gestaltet. Und auch hier zeigen wir euch wieder die passenden Grundrisse. So, die Folge ist zu Ende.
Ich hoffe, sie hat euch gefallen und wir konnten euer Interesse wecken. Wenn ihr mehr Infos haben möchtet, dann guckt doch gerne unten in der Infobox. Da ist der passende Bauherrn-Fachberater dann für euch da. Klickt auf den Link und dann werdet ihr weitergeleitet. Und der hilft euch dann bei euren Fragen, gibt euch Infos und unterstützt euch da bei der Planung eures Doppelhauses. Seid gespannt, in der nächsten Folge geht es um das Thema Bauhaus, also mit einem Flachdach. Nochmal vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Schaut doch hier in die Endkarte rein, dort findet ihr 2 weitere Videos von uns. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche Freitag wieder hier auf Diekmann TV.